So in der Art. Man hat nicht viel vom Gameplay gesehen, aber auf den ersten Blick hat es so gewirkt. Werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Wie gesagt, ich mag Tower Defense. Und wenn es Free-to-Play ist, kann man ja nicht viel falsch machen. Ja, danach kam South Park, The Stick of Truth, also dieses South Park RPG, an dem gearbeitet wird. Gameplay hat man keins gesehen. Der Trailer kam mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, den haben sie schon mal irgendwo gezeigt. Ich bin nicht wirklich ein South Park Fan. Von dem her interessiert mich das Spiel nicht wirklich. Ah, und jetzt kommt dieses, als nächstes kommt dieses Rennspiel, von dem ich vorhin bei Microsoft geredet habe, als ich über das tolle Online-Zwang-Feature geredet habe. Dann haben sie nämlich The Crew gezeigt. Ein Rennspiel, das sehr viel Wert auf seinen Multiplayer legt anscheinend. Ja, habe ich hier jetzt was dazu geschrieben, worum es in dem Spiel geht. Ich habe auf jeden Fall eine Menge dazu geschrieben. Ja, das Spiel unterliegt, wie gesagt, dem Online-Zwang. Das finde ich eine gute Idee. Diablo und SimCity haben gezeigt, wie gut Spiele mit Online-Zwang funktionieren. Microsoft weiß anscheinend, was sie tun. Das wäre natürlich jetzt der Brüller, wenn die jetzt tatsächlich die Xbox One rausbringen, da diesen ganzen Online-Zwang-Scheiß haben und dieselben Serverprobleme wie bei Diablo und SimCity entstehen. Ich würde es ihnen wünschen. Ganz ehrlich. Dass sämtliche Server überlastet sind, sodass erstmal die erste Woche, wenn die Xbox One rauskommt, einfach mal gar nichts funktioniert. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann, weil so ein großer Ansturm wird nicht sein auf die Server. Wie denn auch, wenn keiner die Konsole kauft? Bloß weil sie so ein kleines bisschen überteuert ist für die Scheißleistung, die sie erbringt. Ja, aber über die Xbox One haben wir wirklich genug gelästert. Ich werde später bei Sony sowieso nochmal drüber lästern, von dem her. Reden wir über The Crew, ja. Also, es ist so... Ja, man fährt halt durch die Stadt, macht Missionen, entkommt der Polizei oder wird verhaftet, wenn man sich schlecht anstellt, weil man Noob ist. Ja, sie haben ein Gameplay gezeigt, wo man halt gesehen hat, wie die Entwickler auf der Bühne live das Spiel, ich sag mal in Anführungszeichen, gespielt haben. Das Gameplay wirkt auf mich ziemlich nachgestellt. Der hat darf für die wenige Reaktion, die auf dem Bild passiert ist, hat der seinen Controller schon ziemlich heftig bedient, sag ich mal. Nicht, dass ich jetzt etwas unterstellen wollte, nein. Ja, man hat ganz viele Möglichkeiten, sein Auto individuell zu customizen. Sogar mit dem iPad. Jetzt habe ich wieder iPad gesagt, ich meine natürlich Tablet. Die hatten auf der Bühne ein iPad. Das war jetzt keine iPad-Werbung, das liegt nicht an mir. Ubisoft ist schuld. Die haben der Moderatorin des Abends, oder der, ja doch, die halt die ganze Show so ein bisschen durchmoderiert hat, da haben sie einfach, als The Crew, der Trailer kam, ein iPad in die Hand gedrückt, haben gesagt, jetzt customize mal dein Auto, und dann hat die da ganz toll ihr eigenes Auto erstellt. Ich meine, das war eine Pressesprecherin von Ubisoft, die fand sowieso alles toll, von dem her. Interessant, wenn sie da jemanden aus dem Publikum genommen hätten, der dafür gesagt, alles scheiße. Hätte ich ihnen gewünscht. Wobei ich sagen muss, The Crew sah es nicht uninteressant aus. Irgendwie spielt gerade keine Musik weiter. Moment, ich behebe das. Ich kann das. Ich putze übrigens gerade schon wieder nicht mehr. Schon wieder vor lauter Reden. Ja, putzen wir mal weiter. So. Also ich muss sagen, der Typ hat echt verdammt viel zu erzählen während seiner Arbeit. Der scheint auch die E3 gucken zu können da oben. Wahrscheinlich durchs Fenster. Man sieht ja durch die starke Spiegelung leider nicht, was da drinnen passiert. Ja, also The Crew sieht auf jeden Fall interessant aus, scheint aber wahrscheinlich, ich schätze mal, allein schon durch den Online-Zwang wird das Ding nur für die Xbox One erscheinen und nicht für PC oder sonst was. Sah ganz interessant aus, aber... Ja, es sah ganz interessant aus. Lassen wir es dabei.
Ein Spiel, auf das ich mich schon sehr freue, das dann danach gezeigt wurde, ist Watch Dogs. Das Spiel. Sie haben zwar bei der Ubisoft-Konfi noch kein wirkliches Gameplay gezeigt, dafür später dann bei der Sony-Konferenz. Bin gespannt auf meine Notizen zur Sony-Konferenz. Die war ja um 3 Uhr nachts. Ich war entsprechend müde und ich weiß noch, dass meine Notizen teilweise etwas zynisch sein konnten. Trotzdem hat Sony gerockt. Und weh. Ja, also Watch Dogs. Ich freue mich extrem auf das Spiel, obwohl ich relativ wenig davon weiß. Im ersten Augenblick dachte ich so, ja, sowas Heavy Rain-mäßiges vielleicht, aber es geht doch schon in eine etwas andere Richtung. Um es jetzt mal so, ja, es, wie erkläre ich's? Watch Dogs. Ich meine, die meisten von euch kennen das Spiel, ist ja doch so ein bisschen in aller Munde. Ich würde einfach mal sagen, bei Watch Dogs, für die, die es nicht kennen, wie erkläre ich es jetzt in aller Feinheit? Also, man ist ein Typ, der mit seinem Handy im Grunde die ganze Welt kontrollieren kann, weil die ganze Welt ist ja miteinander verbunden. Man kann sich in alles einhacken. Und ich weiß nicht genau warum, aber er versucht mit seinen Fähigkeiten, mit seinen tollen Hacker-Fähigkeiten, irgendwelche verbrecherische böse Menschen dran zu kriegen und ist halt immer auf der Flucht vor der Polizei, weil er sich halt in private Sachen einhackt und Leute tötet und das darf man anscheinend nicht. Habe ich auch vorher nicht gewusst, dass man von der Polizei verhaftet wird, wenn man jemanden tötet. Hat mich überrascht. Aber ist ja nur ein Spiel. Ist ja alles nicht real. Oh Gott, was sage ich da? Also das Spiel sieht auf jeden Fall wahnsinnig interessant aus, falls... Ja, ich kann es jetzt so gar nicht erklären. Ich würde euch wirklich empfehlen, wenn es euch interessiert, guckt euch einen Trailer dazu an. Es gibt jetzt wirklich genug davon im Umlauf, gerade auf YouTube. Auf jeden Fall einer der Titel, auf den ich mich noch am meisten freue. Ja, und nach Watch Dogs, was ist da naheliegender als danach, den Trailer für Just Dance 2014 zu zeigen? Bei dem Trailer habe ich mich so ein bisschen beömmelt, weil der war echt so übertrieben dargestellt. Alle, die da in dem Trailer tanzen, da mit ihrem Inka-Pause-Dauer-Grinsen im Gesicht, gehen voll ab zur Musik. Und tanzen da dämlich rum. Und alle, die auf der Couch sitzen, wow, da tanzt wer, unglaublich. Ich übersteuere gerade voll mein Mikro. Ja, der Trailer war lustig. Oh Gott. Oh Gott, als nächstes. Oh Gott. Die nächste Ankündigung. Oh Gott. Ubisoft, was tut ihr da? Als nächstes haben sie Rabbids Invasion vorgestellt. Die TV-Sendung für Kinder zum Mitspielen. Ah, schön. Ich freue mich. Ja, wie erkläre ich jetzt das? Ah ja, ich habe da eine Erklärung gefunden in meinen Notizen, die trifft's ganz gut. Tefuk, was tut ihr da? Zum einen war der Pressesprecher extrem gruselig. Das ist wahrscheinlich der beste Freund vom Pedobär. So sah der zumindest aus. Bei Ubisoft war ja sowieso total lustig, diese Pressesprecherin da, diese Moderatorin, die den ganzen Abend, also die ganze PK moderiert hat. Die, sagen wir mal, die Frau war ein bisschen größer. Die hatte eh schon so hohe Schuhe an, aber ich glaube, die wäre auch ohne ihre Schuhe schon einen guten Kopf größer als jeder andere gewesen, der auf der Bühne war. Und dann steht die da, aber da, sie, ich weiß nicht, ob sie eine recht große Nummer war. Ich habe nicht so wirklich aufgepasst, welche Position sie bei Ubisoft inne hat. Aber sie stand halt da, da kam da irgendwie ein großer Spieleentwickler, stand daneben ihr und war einfach mal ein bis zwei Köpfe kleiner als sie. Und sie erzählt, aber muss so auf ihn herabblicken. Da gibt's ein paar lustige Collagen im Internet.
googelt mal in der Bildersuche nach Ubisoft E3. Gibt's ein paar lustige Bilder. Ich möchte ja so jetzt keine Trailer oder Bilder oder sonst was Ausschnitte aus den PKs in das Video reinschneiden. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, aber Tatsache ist halt einfach, ich will da keine Urheberrechtsprobleme kriegen, weil mir das Material ja nicht gehört. Deshalb putze ich ja auch die ganze Zeit nur oder putze halt nicht, weil ich es wieder vergesse vor lauter Regen. Ja, reden wir über Rabbids Invasion. Es ist Zeit. Darauf hat die Welt gewartet. Nickelodeon bringt eine TV-Sendung raus, die anscheinend Rabbids Invasion heißt. Es geht übrigens um die Rabbids aus dem Rayman-Universum, also die Raving Rabbids. Diese weißen Dinger, die mal machen. Ich kann das nicht nachmachen. Ich muss auf jeden Fall nochmal einen Schluck trinken, meine Stimme versagt gerade. Dieses Wahr hat mir gerade bewusst gemacht. Wie sehr doch meine Stimme nachlässt. Ja, also. Eine Fernsehsendung. Und übers Android kann man sich da ein Spiel runterladen. Und dann kann man da ganz lustige Minispiele spielen. Unter anderem ein Spiel, wo die Kinder dazu aufgefordert werden, ganz laut Wah zu schreien. Da haben sie eine Szene gezeigt, wie sich eine Kuh auf einen der Rabbits draufsetzen will und die Kinder passend dazu ganz laut Wah machen. Da waren dann auch auf zwei der Monitore dann Kinder zu sehen, die da mitgespielt haben. Später ist dann noch so ein gruseliger Dad mit reingekommen auf dem dritten Monitor. Ja, die Nachbarn freuen sich. Hoffentlich kommt diese Sendung mehrmals täglich. Aber bitte nicht bei uns. Oh ja, gab's halt dann irgend sowas. Was haben sie noch gezeigt? Irgend sowas, wo man dann auf so Ziele schießen muss. Auf dem Bildschirm. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich würde interessieren, wie das Ganze funktioniert. Also wie das im fertigen Endprodukt aussieht. Ich bin fast versucht zu sagen, ich würd's mal ausprobieren, einfach weil mich mal interessieren würde, wie das Ganze funktioniert. Ich meine, die Idee, interaktiv zum Fernsehprogramm mitspielen zu können, finde ich überragend. Aber wenn man das Ganze dann in einer Kinderserie verpackt, wo es darum geht, dass die Kinder ganz, ganz laut sein sollen, am besten kommt das noch irgendwo so um die Mittagsruhe rum. Ich meine, ich habe kein Problem mit lauten Kindern. Ich bin jetzt keiner, der aus dem Fenster brüllt, wenn die Kinder auf dem Spielplatz sind. In der Gegend, wo ich wohne, gibt's da genug andere, die das machen. Nee, aber ich glaube, dass da schon teilweise die Eltern viel Spaß haben werden mit der Sendung. Ah, ja. Wie gesagt, an sich finde ich die Idee ganz gut, aber ich würde es mir halt mehr so ein bisschen für unsere Gamer-Generation wünschen. Ist ja schön, was für die Kinder zu entwickeln, aber ich will auch. Immer dürfen nur die Kinder und ich nicht. So gemein. Ubisoft. Ja. Und dann kam Assassin's Creed Black 4. Assassin's Creed 4 Black Flag. Und dann kam Trials Evolution und ich muss leider drüber reden. Ich hab gesagt, ich rede über alle Spiele, die gezeigt wurden. Ich bin durch mit Assassin's Creed. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nachdem ich das verbuggte Assassin's Creed 3 hatte, das mir echt zum Hals raushängt. Und ich weiß, dass es nicht an der Wii U liegt. Ich hab genug Berichte darüber gelesen, dass es auf der PS4 und auf dem PC und überall genauso verbuggt ist. Gut, ich sage, auf dem PC lässt sich das Problem noch am einfachsten beheben, weil wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man vielleicht rausfinden, was passiert ist oder kann sich schnell irgendeine Mod runterladen oder sonst was. Das geht auf der PS4 genauso wenig wie auf der Wii U. Ja, ich will nicht anzweifeln, dass das Spiel interessant aussah. Der Trailer war auf jeden Fall extrem zensiert, das muss man sagen. Ubisoft hat schwerst darauf geachtet, keinen Tropfen Blut in ihren Trailern zu zeigen.
anders als jetzt zum Beispiel Microsoft, als sie Rise Dingens for Rome gezeigt haben. Muss ich nochmal kurz. Rise Son of Rome, genau.